zu, also der Zenyatta, der Feindliche, kann die Drachen ja gegenheilen in der Saya Ult. Mhm. Der kann die Hanzo Ult ja komplett kaputt machen. Mhm. Aber mit einem geboosteten Drachen nicht. So. Und die Hanzo Ult ist jetzt nicht so stark, dass ich sagen würde, okay, mach die Möglichkeit, einen guten Kill zu machen, auch noch weg. Weil die Hanzo Ult, damit triffst du sonst nichts außer in der Combo. Ja, oder halt mal einen Einzelnen oder zwei. Oder mal einen Einzelnen, der aus Versehen reinrennt. Ein herzerfrischendes Moin Moin und herzlich willkommen zu einer Runde Overwatch. Lass uns weiter diskutieren. Ja, ich habe das auch noch in meinem Video bestimmt drin. Ich finde, die Hanzo Ult ist jetzt nicht so stark, dass man die nochmal irgendwie bestrafen müsste. Aber das ist ja das, was ich meine, dass die zu viel reworken halt. So, weißt du, man kann immer noch hier, das Gegnerteam kann Hanzo dann immer noch kontern, wenn sie eine Ana unten in seinem Gegnerteam haben, weißt du? Mhm. Weil die Ana kann dann ihre Heal-Granate auf alle Teammates schmeißen und Zen halt ja dann noch mehr. Es ist halt... Aber die haben ja zu kämpfen mit dem... Die haben ja zu kämpfen mit Fortnite. Ich finde, Fortnite kannst du hiermit nicht vergleichen. Nein, aber die Spielerzahlen sind ja... Ja, aber die gehen auch vor Fortnite schon runter. Ja, das stimmt. Ich meine, Overwatch jetzt 2 Jahre schon alt, ne? Ja, eben. Da kann man auch ruhig mal sagen... Dass Blizzard ein Multiplayer-Game nicht lange halten kann, das sollte denen klar sein. Genau. World of Warcraft. Scheiße. Ja, aber Warcraft ist nicht so ein Multiplayer-Game per se. Das ist ja wieder was komplett anderes, finde ich. Das kann man auch gut alleine spielen. Eben. Was mich daran erinnert, dass ich auch mal wieder reingucken muss. Hast du dein Abo noch laufen, oder was? Die Welt, nö. Bin ich Krösus, oder was? Mann! Was wird denn hier rumgehauen die ganze Zeit? Was soll das? Ich weiß nicht. Wenn sie aggressiv ist, soll sie das sagen. Ich weiß nicht, sie ist irgendwie gedanklich aggressiv. Das ist bestimmt Gedankenkraft oder so. Dann soll sie das sagen, dann brauchen wir den Tag nicht aufnehmen. Ist so. Ist so, Mann. Ist so, Mann. Ist so, Mann. Der hat den Nephias, hat er gute Arbeit gemacht. Oh! Ich hab das gesehen. Der arme, arme Torbjörn musste einfach sterben. Achso, da hat er auch Dings an. Holy shit, ich muss hier raus. Ohohoho, das war viel. Da hat ein Hamster seine Ulti gemacht. Mein Geschütz macht die alle kaputt. Oh, er ist low. Ich hab die Ana noch gemacht. Ah, nee, den Reinhardt, nicht die Ana. Ana und Widow sind noch da. Ana war doch tot. Wurde die gerast von der Mercy? Weiß nicht. Mein Turret wird angegriffen. Aua, ja, von der Widow. Jetzt hat er down. Oh, lol. Oh mein Gott. Habt ihr was hingeworfen? Cool, hab's nicht bekommen. Okay, dann müssen wir noch mal kurz warten. Ich stehe am Geschütz und drücke Linksklick. Wie sich das für einen richtigen Torbjörn gehört. Tja, dann haben wir. Was ist denn das hier? Wir haben 3 DPS und nichts passiert. Hey, hey, hey. Jetzt haben wir nur noch einen Heal. Haben wir nicht von 2? Doch. Switch to Ana? Warte mal. Hä? Wir hatten eben noch Mercy. Mhm. Oh! Oh, nice. Oh. Und dann sowas. Da freut er sich im Chat. Mhm. Ja, genau, das ist ungefähr, hören die Leute sich nämlich an. In Overwatch. Nicht mein Turret.
Ich schon wieder. Lebe! Er hat mich nicht geschafft zu machen. Der Hammond hat mich geschafft, den Senator zu killen. Oh, ist das schön. Shemit. So. Oh, das tut weh. Von wo? Erst mal den. Den Molten Core. Wow! Ich habe den Hammond gar nicht gesehen. Es kommt halt dieses Pharah-Phänomen, dass man auch von oben angegriffen wird. Mit Hammond. Was ja eigentlich gut ist, es gibt zu wenige Charaktere, die in der Luft agieren. Mhm. Aber es okay, dann nicht. Ist trotzdem nervig. Als kleiner Torbjörn. Damit rechnest du doch nicht. Contesten wir? Oder ist es nur der Hammond, der contestet? Weiß nicht. Nice. Ich hab schön gediscordet. Soldier links ist ziemlich low. Anna war low. Das ist der geil. Das war nicht schlecht. Ich stand hinter dem Soldier und hab ihn einfach nur links, klick, tritt. Ich stand echt so, hast du ihn mit dem Tritt gekillt? Klick? Ja, hinter ihm stand obligatorische so. Zenyatta-Tritt. Er hat mich nicht gesehen. Der Reinhard hat bestimmt einen Ult. Das ist gut möglich. Ah, der Widow ist da oben. Und Hammond kommt auch. Kill doch die Mercy! Warum geht der Hammond denn weg? Lass mein Geschütz noch da, schade. Ich hätte Ulti gehabt. Wo ist die Widow? Zum Dings. Kann nicht, der Reiner verprügelt mich. Sind noch welche da? Hätte unser Hammond mal die Mercy gemacht, hätten wir es geschafft. Naja. Es ist immer dasselbe. War das notwendig? War es dich zu heilen? Nee, dass der Hammond da seine Ulti noch macht. Natürlich war das nicht notwendig. Ich mein, die. Oh, ich hasse Widowmaker, ehrlich. Ich hätte sie fast gehabt. Ich hatte früher mal so einen Hass auf Hanzo. Mittlerweile ist Widow schlimmer. Oh. Mach doch mal den Hamster da zu zweit. Ich hab den gerade gesolot mit Zen. Dann schafft ihr den ja wohl zu zweit. What the fuck? Danke. Warum, Junkrat? Warum? Deswegen. Das war persönlich. Boah, dann haben wir den Hamster zerstört. Aber Hammond kam gar nicht so lange nach Brigitte, ne? Oder ist das nur so eine Einbildung? Es geht. Meinst du, die bringen noch die Junker Queen raus? Oh lol 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 lol. Was macht denn die Ana? Die Ana macht voll Attack Ana. Ich weiß nicht, was die vorhat. Ich weiß es auch nicht. Der Reinhard ist gut. Geht gefallen cool dich oder unserer? Unserer. Der sagt dann Hallo! Was? Da ist die Widow. Fährt einer mit der Payload? Ja, halt das mal auf. Hammond. Was macht denn der Hammond? Der kommt da hinten. Der kommt da hinten an meinem Turm. Schafft er nicht.
Oh, die Widow! Natürlich schafft er das nicht. Sollen wir gut verteidigen? Oh, jetzt ist die Payload. Widow rechts! Widow rechts? Ach, da. Bei dem Medikit. Hat Junkrat schafft es einfach. Oh mein Gott, Junkrat. Lebt sie noch? Sie hat echt lange gelebt. Der Junkrat, ja da drin war, dachte ich, naja gut, dann kriegt er sie ja wohl. Widow hat doch irgendwie nur 50 Leben oder so. Oh, das ist schlecht. Lol. Haltet sie von der Payload weg! Ja, Hammond war da. Haben wir. Nein, irgendwas ist noch. Ein Hamster. Kein Affe, ein Hamster. Und eine Widow. Hammond ist doch ein Affe. Ist... Was? Es wurde doch in allen Videos angekündigt, dass Hammond ein Affe ist. Wer ist Nexirion? Was schaut dazu? Hast du den auf der Liste? Bist du nicht offline? Ich bin offline. Deswegen kann das nicht von mir sein. Warte mal. Das sind welche im Gegnerteam bestimmt. Oder? Ich weiß es nicht. Wir sind Zuschauer. Die sind auch im Zuschauerabteil. Also wie hießen die? Nexiria? Anscheinend. Nee, habe ich nicht auf der Liste. Hast du die etwa auf der Liste? Nein. 37 Armor Packs! That's a spirit! That's my girl. Sachen gibt's. Ich glaube, das war zufällig, dass die in der Runde waren. Aber über mich geht nicht. Was ist das denn für ein Zufall? Ich bin offline, Junge. Danke für deine Meldung. Das ist aber nett, Blizzard. Danke für danke für deine Meldung. Das ist aber nett, Blizzard. Mein Gott, oh, das ist ja ein geiler Spray. Die Hamster-Sprays sind schon cool. Ja, die sind ganz süß. Ich finde das, welches Highlight-Intro ist das denn? Das Touchdown von Hammond finde ich cool. Ich finde das Diva-Highlight-Intro gut. War das ein Highlight-Intro? Ich weiß gerade gar nicht. Also das Hammond-Diva-Ding, wo er auf den Kaugummi kaut und auf den Mech liegt. Ja, stimmt. Das, ist das ein... Nee, das ist eine Victory-Pose. Auch gut auf jeden Fall. Das ist genau Diva, akkurat. Mhm. Ich find's cool, wenn er alle nachmachen würde. Ja. Ich kaufe mir jetzt die Goldwaffe für Hammond. Mir fehlen 1200 Punkte. Sogar vergessen, für wen ich die Goldwaffe habe. Wen habe ich denn? Bastion? Ich hab für Roadhog, ich hab für Hanzo, ich hab für Widow. Widow? Und ich hab letztens noch irgendeine Goldwaffe einfach so gekauft. Ich glaube Brigitte. Brigitte habe ich auch. Hm. Ich hab Diva, Junkrat und Bastion. Blizzard World! Ja! Blizzard World. Wiederverteidigung. Ich bin noch bisher immer... Ah ne, wir haben jetzt die eine Runde gar nicht Rückrunde gespielt, ne? Mm-mm. Dabei mag ich auf Eldorado Angriff. Ich mag das. Da hätte ich auch Torbjörn spielen können. Kannst du ja auch auf Angriff. Ja, ja, stimmt. Aber wir haben... Wir sind nach dem ersten Punkt. Geh ich mal, Anna. Los geht's. Poponappi. Auf Blizzard World habe ich immer die, haben wir immer die ätzendsten Ranked-Runden. Weil, wenn du den Punkt erstmal hast, dann verlierst du den zweiten Punkt meistens immer. Na, man kämpft eigentlich relativ oft zwischen dem ersten und dem zweiten Punkt. Den zweiten Punkt sieht man gar nicht so oft. Nee. Aber es ist mega anstrengend halt. Nee, also im Ranked haben wir den, glaube ich, nur, also nur außer wir haben halt gewonnen. Verteidigt haben wir immer perfekt eigentlich. Den ersten Punkt haben die nie gekriegt. Just look at you. Aber Blizzard World ist schon anstrengend im Ranked irgendwie. Full
Ich setze mich hinter mein Geschütz. Viel Spaß. Kann man auf die Laterne drauf? Nee, leider nicht. Schade. Was will denn der Reinhard alleine da vorne? Oh, das wäre jetzt geil gewesen. Hammond hat Hammond besiegt. Oh nein. Umdrehen, Nephi. Warum? Einmal heilen. Reinhard, wo bist du denn da hinten? Ah, schade. Pass auf, ich fange die Schüsse ab. Ich hab was gesleept. Hast du deine Bubble? Deine. Ja. Oh, Anna Solo hier ist anstrengend. Wir haben noch Symmetra. Symmetra, die große Supporterin. Hab ich. Boah, wie viel HP hast du noch? Ein. Da hab ich dich gerettet, indem ich du. Deswegen habe ich mich da einfach nur hingestellt. Oh, das war schön. Ich habe mich da einfach nur hingestellt. Ich dachte, wenn ich sterbe, dann sterbe ich wenigstens jetzt. That was the moment. Reinhard, links geht die Party. Lass den Hamster da mal schlafen. Nee, der ist wieder wach. Wozu sleep ich den denn? Oh, Drache! Oh, Doomfist! Oh, der Genji will mich machen. Schafft's auch. Ich geh mal Mercy. Ich hab Molten Core gemacht. Boah, bis du den Hamster mal geheilt hast, ne? Und die machen die Healing sogar noch runter von Mercy. Die können Mercy gleich ganz rauspatchen. Ist das nicht am einfachsten? Können die nicht einfach sagen, gut, jetzt haben wir Mercy gelöscht, wir fanden den Hero vielleicht doch nicht so gut. Worth it. Weißt du, dann kann Blizzard wenigstens eingestehen, dass sie einen Fehler gemacht haben. Ja, wir haben einen Hero gemacht. Es gibt eh kein Cinematic für Mercy. Man muss niemandem was schulden. Stimmt, die kommt nicht irgendwo vor, auch nicht irgendwo vor, ne? Das ist so wie der Hanzo Genji Cinematic, wo der Scatter ja raus ist jetzt. Den kannst du dir gar nicht mal angucken, das Ding ist ja alles anders. So, die Kids verstehen das nachher gar nicht. Warum kann der das? Was hat der Hanzo da gemacht? Warum hat er nicht diesen Drachenschuss gemacht? Oh, fuck. Ah, mein Geschütz ist weg. Okay. Wozu rass ich denn die Widow, wenn sie in die Genji drin? Okay, ja. Da war er mit seinem Achtfachschuss oder was das auch immer ist. Wie nennt sich der Schuss überhaupt eigentlich? Schnellschuss. Der berühmt-berüchtigte Quickshot. Den macht er ja nicht im Cinematic. So, bei Mercy ist man könnte es machen. Man könnte sie einfach rauspatchen. Man muss sie nicht kaputt patchen, man könnte sie einfach rauspatchen. So meine Meinung. Nicht, weil ich Mercy nicht mag, ich finde Mercy toll. Oh. Ich finde, Mercy war an einem Punkt, war sie ganz, ganz cool, als sie auch in ihrer Ulti noch jemanden resten konnte und nicht irgendwie eine Viertelstunde warten musste. Hilfe, die treffen auch noch. Ey, Widow, kann die mal einer machen? Alter. Jetzt ist Mercy halt einfach nur noch ein lächerlicher Hero. Widow, jetzt töte die Widow. Was ist deine Meinung zur Mercy-Problematik? Ich spiele zu wenig Mercy, um darüber urteilen zu können. Dann schreibt es in die Kommentare. Genau, schreibt mir in die Kommentare. Hinter uns ist eine Widow, by the way. Und Hanzo ist hinten in dem Haus. Ich
Mein Gott, Widow, trifft doch mal was. Ich booste dich sogar. Oh mein Gott, ey. Hanzo, kannst du Widow. Hanzo, kannst du im Vergleich zu Widow auch dodgen. Weißt du, da muss ich die Widow killen. Meteor Strike, geh bitte lauf. Na, kommt er zu mir? Ja. Na, ich hätte ihn fast gehabt. Oh, hätte er nicht Dings gekriegt, dann. Wie nennt sich das? Rüstung. Hm. Hätte ich ihn gehabt. Aber der kriegt ja so viel Rüstung, wenn er jemanden killt. Weil Dumpf ist sich da aufgeilt. Dann sagt er so, oh, ich hab einen Kill gemacht. Erstmal Rüstung. Oh mein Gott, die Widow hat die Widow gekillt. Unsere Widow? Mhm. Dass ich das da holen darf. Natürlich ist der Dumpf ist hier oben. Also oh, zufällig Affe, Affe dreht durch. Was ist das mit den Reinhards heute? Die sind alle so aggressiv. Warum möchte unsere Rinder nicht? Die sieht, dass die gegnerische Widow mein Geschütz kaputt macht, mich dreimal hittet. Und was macht unsere Widow? Schießt auf Reinhard. Oder, wenn ihr das war, Winston. Aber ein Schild auf jeden Fall. Hanzo ist da. Mit Mercy. Jetzt haben wir auch noch Mercy. Reinhard, halt dein scheiß Schild hoch, Mann. Oh mein Gott. Oh nö. Eine Diva. Hab ich ja schon lange nicht mehr gesehen. Unsere Widow ist voll unnötig. Unsere Widow ist super, ne? Ey, die ist richtig scheiße. Was die alles so kann. Die weiß ich jetzt auch nicht. Es ist Quickplay, da darf man spielen, was man will. Trotzdem darf ich sagen, dass die scheiße ist. Sagt die auch zu meinen Videos immer. Also halt die Klappe. Also halt die Fresse, wollte er nicht sagen. Nein. Niffy mag seine Zuschauer. Gut durch, ja. Kann ich unsere Widow gegen Steak, die andere Widow draften? Steak eher so mehr? Mehr. Mehr blutig? Oder mehr so Medium Go? Ich esse es gerne. Medium Rare? Medium, ja. Noch so ein bisschen rosa drin oder schon da, durch? Darf schon Bratensaft noch rauskommen. Fleischsaft heißt das. Blutig finde ich, das ist mir zu roh. Ist schon zu roh, ne? Ja, finde ich auch. Carpaccio geht aber. Was ist Carpaccio? Das ist dann hier Rinderfleisch. Ich hab schon mal gehört, ganz, aber ich ganz dünn ausgeschnitten. Ja, aber wird das nicht einfach nur so durch Öl gezogen und ist das durch? Ja. Ja, also. Das gibt's aber auch roh. Echt? Ja, dann ist das so. Dann ist das halt nur geschrabt zum Beispiel oder so. Das ist quasi wie. Ja, wie kann man das vergleichen? Oh. Matt isst man ja zum Beispiel auch, das ist auch rohes Fleisch. Ja, gut, Matt, ja, stimmt. Aber Steak eher Medium. Ich möchte nicht zu roh. Das schaffen wir nicht mehr, ist keiner da mehr gewesen. Wir haben gut gekämpft und dann so doof verloren. Und was hast du? Steak? Medium. Also Medium, ja. Rage. Obwohl, es kann auch durch sein, aber dann nicht zu krass durch. Es gibt ja auch nur Englisch. Englisch ist blutig, ne? Das also ist ja nicht blutig, muss nicht sein. Gibt's noch Medium Rare, ja. 29 Medium Rare ist so ein. Medium Rare ist, glaube ich, noch ziemlich rosa in der Mitte. Mhm. Ah, unsere Widow kriegt gar nichts. So.
Bis zum nächsten Mal, Leute. Führungsrolle. Wie möchte euer euer Steak? Schreibt das gerne in die Kommentare. Ich auch. Bis dann. Tschüss.